Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Ja, und wie immer werden wir als erstes mal den Hund streicheln. So, lügt das auch. Und dann schauen wir mal, was liegt heute an? Die Geschäfte in Blackwater besucht Möwen gerupft. Okay, Oleandersalbe brauche ich sowieso. Fledermäuse geändert. Kann man machen, muss man nicht. Gut, Silberdachse findet man oder eben nicht. Kopfgeldjäger. Oh, mit Verfolgungsfall markiert. Aus New Hanover abgeliefert. Und. Oh, mehr als eine Zielperson auf einmal. Nee, wird nix. Oh, kochen, das kann ich. Kadaver, tödliches Raubtier, Spenden insgesamt 20. Antike Schnapsflaschen, Pfeilspitzen und Sammlerstücke von den Gegnern sammeln. Bisschen Wagen fahren. Oh, was servieren. Ah. Das wird schon etwas schwieriger heute. Aber ganz ehrlich, was soll's? Oh Moment, was war bei Naturkundler? Nicht, dass da was mit dem Zähigkeitsdingens war. Nee. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir was kochen können, damit die Serie hier nicht abreißt. Jawohl. Da haben wir's. Erste Gold im Sack. Oh, da wird's auch Zeit, dass wir mal was spenden hier. Leider nicht mehr viel. Ah, ich trenne mich ja äußerst ungern hier von perfekten Fällen. Aber es hilft ja nichts. Ungern, ungern. Ach hier, komm. Ja, die Runde ist direkt nach Feierabend. Ich weiß, ich bin noch ein bisschen spät dran. Und wie ihr ja wisst, ziehe ich jetzt nicht mehr 9 Rollenherausforderungen durch, sondern 20, 25 Minuten wird so ein Video, denke ich dann. Reicht's ja auch. Will euch ja wie gesagt nicht langweilen. Oh, Pelikanfedern habe ich so viele. So. 20 Spenden haben wir. Nächste Gold kassiert. Oh, ich glaube, ich muss mal Munition abholen hier. So, da haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Oh, was haben wir da? Das ist doch hier so eine. Oh, Schwarzbrenner, komm. Da räumen wir auf. Knarren sind auch noch flott. Dann wollen wir mal. Das war geschickt, wie immer. So, ja, komm ran, ihr Kollege. Ja, ich warte ja gerne, bis sie da rauskommen. Aber das wollen die nicht immer. Ich habe jetzt hier keinen Bock auf so eine richtig Mega-Schießerei. Aber schön entspannt hier. Ich finde das ja besser, wenn die da rauskommen.
Da geht's nämlich los hier. Jetzt können wir warten, bis sie hier raufkommen. Ja, komm rauf hier. So. Wenn er sich jetzt auch noch reinbequemt. Ach, der ist auch ein Pferd. Da ist er. Sag mal. So, dann werden wir jetzt in Ruhe looten hier. In der Hoffnung, dass die was dabei haben. Bei meinem Glück heute natürlich nicht. So gar nichts. Ja, das geht natürlich nicht. Ackerminze. Die ganz wichtigen Dinge hier. Ja gut, ne, ist jetzt nicht in jeder Folge Action drin, aber muss ja auch nicht. Hoffe ich. So, hier oben liegt ja noch so ein abgepackt. Da komme ich da nicht rauf. So. Schwarz gebrannt. Das gibt's ja, die haben die nix dabei. Kein Sammlerstück. Aha. Da haben wir das erste. Nix, dann checken wir mal in mir die Hütte. Da seht ihr das erste. Ah, hier ist was. Lass mal hier die Hütte filzen. So, was haben wir hier? Und hier ist dann heute auch noch was. Ich weiß nicht, da oben sitzt doch meist so ein Taschenvogel hier. Da. Aufsteigen hier. Dann müssen wir mal eben die Vorräte hier holen. Oh, 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 Moment mal. Da haben wir eine gesuchte Person. Dann machen wir es anders. Dann bestellen wir hier die Vorräte. Und... Ja, ja, ich die ab hier. Und dann nehmen wir mal eben einen Verfolgungspfeil. Also, da.
Denn das ist ja heute die Aufgabe beim Kopfgeldjäger. Dann bringen wir den nach Strawberry. So, jetzt hier mal so halbwegs geschickt anschleichen. Das kann ja nicht so gut, wie ihr wisst. Aha. Wer ist wer? Okay, die Jungs sind drüber. Ja auch. Da seht das. Den müssen wir ja nicht am Stück abliefern. Sondern. Also am Stück schon. Alter, das war falsch. Den muss ich jetzt noch plündern. Also am Stück schon, aber nicht lebendig. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, die nächste Schnapsflasche. Oh, die grüne Fee. Absinth. Da ist noch, liegt noch einer von seinen Kompagnons hier. Immer dran denken, die zu filzen, denn auch die könnten Sammlerstücke dabei haben. Und dann wäre die Sammleraufgabe erledigt. Oh, 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 habt ihr es gehört? Da ist heute eine Pflanze. So, und das ist so. Wenn ich den netten, den ich hier abliefere, wenn ich den jetzt nicht erledigt hätte, dann kann der sich nämlich befreien. Und wenn man dann mal eben wieder anhält, um irgendwas zu machen, dann ist man den nachher schneller los, als man gucken kann. Oh, hier wie immer ein bisschen querfeld ein. Und auf geht's. Aha! Da seht ihr den weißen Punkt. Da gibt's eine Schatzkarte für Lau. Und ihr habt's gesehen, er hat angefangen und was viel wichtiger ist, er hat zuerst gezogen. Mann, das gibt's doch nicht. Der nächste Penner hier. Mann. Und auch noch aus Versehen Verfolgungsfall. Aber dadurch, dass er zum Gegner wurde, ihr habt's gesehen, haben wir ein Sammlerstück kassiert. Oh, da sehe ich ein Fragezeichen. Und nicht was hier mit Pheromonen. Und das meine ich. Es passiert so viel gleichzeitig hier. Naturkundler, etwas Wildnislager, legendäre Tiere mithilfe von Pheromonen gefunden. Also. Da ist es. Eben raus, das Zeug. Die Hälfte der Aufgabe erledigt. Oh, war schon. Nebenbei ein paar Herausforderungen durch. So muss das sein. Ja, bleib entspannt, Kollege. Ach so,
Mensch, der ist ja. Sonst gebe ich die hier lebendig ab. Also, den können wir hier einfach abwerfen. It's a Den will nasty er auch nicht business, mehr in der but Bude it's haben. business nonetheless. You got your reward. Aber hier irgendwo. Hört ihr es? Vibriert doch was. Hier liegt denn nicht die Karte. Dann müssen wir hier mal eben in das schicke Hotel. Why are you hiding your back? Impossible. Meist ist es dann hier. Da hört man schon. Da haben wir es, hoffe ich. Da. Ein Buchsbaum kam. Habe ich jetzt erledigt. Ich würde ja, naja, ich hätte beinahe das falsche Pferd genommen. So, dann schauen wir mal eben. Also, wir müssen noch nach Blackwater, Oleandersalbei, Pferd aussehen, Silberdachse. Ja, das wäre jetzt eigentlich die passende Nummer hier. Pfeilspitzen. Okay. Schwierig, schwierig. Warum steht er mit dem Wagen da so dumm rum? Mein Gott. Nehmen wir die Karte auch noch mit. Heute leider keine Schnapsflasche. Ja, dann. Da ist noch nach wie vor das legendäre Tier. Aber das ignorieren wir jetzt mal. Dann besuchen wir mal eben noch einen Laden in Blackwater. Gucken dann auch, ob da zufällig die Schnapsflasche liegt. So, und mit Besuchen ist einfach gemeint, ihr könnt hier dran vorbeireiten. Da ist die Sache erledigt. Da haben wir den besucht. So, dann stand er auf dem Plan Möwen. Da holen wir uns mal eine schnell schießende Knarre. Die hier. Die sitzen häufig, nicht immer. Ah ne, das machen wir anders. Wir checken erstmal hier, ob hier zufällig die Schnapspulle liegt. Wenn, dann liegt die hier. In dem Zelt. Ist aber nicht so. So, schnell schießende Knarre raus. Weiß gar nicht, ob das hier für Möwen die falsche Uhrzeit ist. Aber das sehen wir jetzt gleich. Manchmal sitzen die schon hier. Da, heute nicht. Hier sitzt gar nichts. Das ist ja ärgerlich. Gut, das kann an der Uhrzeit liegen. Schade, schade.
Keine Möwen, keine Dachse. Traurig. Bin tief enttäuscht. Ja, nun gut, dann ist das so. Dann schauen wir mal. Ah, wir könnten mal eben in die warme Ecke düsen hier. Oh, für 8 Dollar, das ist ja Wucher. Den Oleandersalbei sammeln. Und wenn es gut läuft, sollen wir noch die Haut, beziehungsweise das Fell oder den Kadaver eines tödlichen Raubtiers mitbringen. Und wenn da hinten kleine Alligatoren sind, dann können wir das direkt durchziehen. Oh, da liegt ein Sammlerstück. Das ist selten. Oh, da bin ich ziemlich geschickt abgestiegen. Das Quietschen, ob das vielleicht gerade oben da, diese ganzen Wellen gesehen, das sind Fledermäuse. Da haben wir sie. 1, 2, 3. Der da hinten kommt auch nicht mehr weit, den erwischen wir noch. Und den haben wir auch. So. Aufsteigen. Und dann denke ich, ja, kommen wir etwas über 25 Minuten raus. Die laden wir jetzt noch auf, die Jungs hier. Dann holen wir uns noch den Oleandersalbei. Boah, wer kommt da? Das war knapp, Kollegen. Lecco mio. Den nehmen wir am Stück mit hier. Ein 3-Sterne-Panther. Den können wir gut gebrauchen. So, hier, wir verdecken das mal, ne? So. Sieht dann nicht so schlimm aus. Das war ein bisschen Glück gerade. Aber das darf ich ja auch mal haben. Denn, ich zeige euch das mal eben, Händler, da ist es. Den Kadaver oder die Haut eines tödlichen Raubtiers gespendet. 3 Stück haben wir jetzt. Und dadurch, dass wir, ich glaube, das hier war ein großer Alligator, ne? Ja, der ist zu groß, den können wir jetzt nicht mitnehmen, aber wir können zumindest den Alligatorzahn einsacken. Die Haut müssen wir hier lassen, können wir nicht mitnehmen. Aber den Panther, so. Hier hinten, glaube ich, hier ungefähr. Da findet ihr Oleandersalbei. Ich zeige das mal eben. Da. Da wächst er. Ne, das ist eine Seidenpflanze. Hier haben wir den ersten. Ich dachte, hier wachsen immer mehrere. Ja gut, dachte ich. Brauchen aber mehrere, das geht ja so nicht.
Ja, ich merke schon, wir laufen Richtung 30 Minuten raus hier. So, wenn es hier tickt, dann ist meist hier unter der Brücke ein Fossil. Da ist es. Es ist wie immer, ne? Ich komme von Hölzken auf Stöcksken. Muss man hier eben gucken. Hier wächst manchmal im Dunkeln eine seltene Pflanze. Aber soweit ich weiß, wirklich nur, wenn es dunkel ist. Und den restlichen Oleandersalbei. Oh, Auszeichnung. Können wir auch zurücksetzen. Gibt's direkt 0,4 Goldbarren. So, hier hinten in der Ehe irgendwo muss auch noch Oleandersalbei wachsen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da. Zeige ich euch eben. Spieler ist falsch. Allgemein. 5 Stück. 3 haben wir. Jetzt die Nummer 4. Da hinten wächst noch mehr von dem Zeug. Dann schaffen wir die 5. Fall erledigt. 0,25 Goldbarren. Und dann geht's jetzt ab nach Hause. Wenn er hier mal sein Lager aufschlägt. Das Lager wurde bereits aufgeschlagen. Ja, ich sehe nichts hier. Ungeduldig. Wir sollten noch 7 Sachen herstellen. Wir machen mal als erstes unsere Verfolgungspfeile. Waren jetzt 4. Jetzt machen wir noch ein bisschen Betäubungsmunition. Dann haben wir die 7 Sachen auch erledigt. Seht ihr jetzt gleich. Da ist es, 0,25. Jetzt noch die Heimreise antreten für 1 Dollar. Genau, da freut sich einer, hoffe ich. Mein Hund eigentlich. Aber er wohl auch hier, der Kollege. Und jetzt können wir mal richtig was spenden. Und da seht ihr, ich mache erstmal hier die 3 nicht so guten Alligatoren heute, seht ihr oben rechts, bringt nicht viel, aber der bringt's. Good stuff. So. Zack. Jetzt schauen wir nochmal eben. Na ja, erstmal Maske auf hier. So. Also, Möwen war nix, Pferde aussehen. Einfach in den Stall reiten, irgendwas machen, flechtet ihm die Mähne, Sache erledigt. Dachse, muss man in der passenden Gegend sein und die passende Uhrzeit. Kopfgeldjäger, okay. Kann man noch machen. Clever ist natürlich, man nimmt hier in New Hanover was an, dann hat man die Sachen gleichzeitig, kann man die erledigen. Mehr als eine, also ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Händler haben wir fertig. Essen geht immer. Das ist relativ simpel. Spenden insgesamt. Sammler. Kann man eine Karte aufmachen oder man nimmt diese besagte Karte im Netz. Da sieht man jedes Sammlerstück und Pfeilspitzen. Karte auf, fertig. Das nervt, Distanz mit dem Wagen zurücklegen. Und hier muss man Leute einladen. Naturkundler. Muss man halt Glück haben. Ne? So, also. 4 Sachen noch. Aber fast 30 Minuten das Video. Wir machen Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.